Professor Dutrois? Professor Dito, hm? Dito. Zu Ihren Diensten. Hm. Wo ist der echte Dito? Was haben Sie mit dem echten Professor Dito getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dito. Celery! Celery, und was haben Sie mit Emmett gemacht? Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha, also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Wahnsinn, wie oft ich tatsächlich jetzt mal recht hatte mit der ersten Vermutung. Ich habe mir schon gedacht, das wäre ein verdammt geiles Versteck. Aber wo sollte man sich ja sonst verstecken, ne? Vielleicht in der Pflanze? Hm. Lassen Sie mich mal einen Blick in die Tauchkugel werfen. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey! Will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Was für ein Penner. Ich hab doch meine Eintrittskarten, was soll das denn? Unternehmen Sie eine Fahrt in der Tauchkugel. Ihre Tauchkugel, ich würde sie gerne einmal von innen sehen. Nicht ohne Eintrittskarte, tut mir leid. Die habe ich doch, was soll das? Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Land sagte. Que sera, sera. Ja, das heißt, wird, glaube ich, auch nicht ausgesprochen, oder? Und reicht das nicht? Professor Dutrois. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Ja, das klar. Ist nicht Ihr Ernst. Was soll ich jetzt machen? Hey, Doc. Sie möchten etwas über die Mysterien auf dem Meeresgrund erfahren? Ja, darüber möchte ich mehr erfahren. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Gib it up, Doc. Oh, ich würde gerne. Ah, da war was Englisches. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht passiert, oder? Ich glaube nicht. So, Info-Lady, was ist denn hier los? Hi, Trixie. Trixie? Ach, egal. Hi, Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Emmett ist in der Tauchkugel drin. Siehst du diese Tauchkugel? Genau da ist Emmett drin. Sehr schön. Schön? Er wird gefangen gehalten. Von Jacques Dutot? Von Carl Sagan. Ich glaube, ich hab, was du brauchst. Die Hill Valley Expo mag für Menschen in schlechter Verfassung eine Reizüberflutung sein. Wenn sie sich verwirrt oder orientierungslos fühlen, versuchen sie Folgendes. Erstens, positionieren sie ihren Kopf zwischen ihren Knien. Schon in Ordnung. Danke trotzdem. Okay. Danke. Bitte. Dum, 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 dum. Da, da, da. Dum, da, da, da. Dum, da, 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 da. Was hast du denn da? Typ? Noch ein Stück Algenkuchen? Ein Algenkuchen, komm sofort! Moment mal, du bist es! Vergiss es, Bursche! Ich dachte, sie hat so Eintrittskarten, aber es ist nur Algenkuchen. Na, da bin ich nicht gerade scharf drauf. Hey, Arti. What's up? Der Aquariumtyp nimmt meine Eintrittskarte nicht an. Kannst du eventuell wirklich nicht verschieben? Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher, das ist eine P-Eintrittskarte. Hm. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Hm, da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Oh yeah. Professor Dutot, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Sehr geil. Ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Mhm. Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Hallo, ich, Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet, nicht wahr? Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. Dr. Emmett Brown. Es ist ein alter, sämännischer Aberglaube. Wird ein Schlauch abgeknickt, droht Unglück. Natürlich, wenn sich jemand in der Tauchkugel aufhält. Aber Sie sagten doch, dass sich niemand darin befindet. So ist es auch. Wenn er drin stirbt, stirbt er auch. Mach endlich den Knick aus dem Schlauch! Lustig. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ja. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ihnen beiden. Irgendwie. Irgendwie, ne? Hey! Ich weiß, dass Emmett da drin ist. Emmett bekommt keine Luft, bis Sie die Tauchkugel anheben. Oh, Emmett? Emmett, Sie! Lassen Sie den Quatsch jetzt. Jacques Dutot, alias Carl Sagan, alias... Nein! Dr. Emmett Brown. Also heben Sie die Tauchkugel an. Ich werde einfach diesen Luftschlauch dicht halten, bis Sie die Tauchkugel heben. Tun Sie das lieber nicht. Warum nicht? In der Tauchkugel ist doch niemand, oder? Was mache ich jetzt am besten? Emmett bekommt keine Luft, bis Sie die Tauchkugel anheben. Oh, Emmett? Emmett, Sie! Sie wissen, was geschieht, wenn die Luft ausgeht. Mit Ihnen beiden. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Siehst du nicht, dass er uns zum Narren hält? Die Zahnräder sind okay. Monsieur Dutoux gibt sein Bestes, um das Ausstellungsstück zu reparieren. Es hilft gar nichts, wenn du ihn so bedrängst. Oh doch. Ihm geht die Luft aus, Doc. Und Ihnen geht die Zeit aus. Lassen Sie ihn raus. Das werde ich nicht tun. Ich warte nur, bis er umfällt. Mehr kann man hier nicht machen. Und? Stirbst du? Alles klar bei dir? Wie sieht das aus? Die Zahnräder, sie laufen wieder. Wunderbar. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. So, Emmett ist gerettet. Wunderschön. Etwas radikal, aber... Hol wir dich da raus. Emmett Brown! Dann ist es wahr! Hey, du da! Hey, du hey, da! Er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen ja, dürfen. Wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem das Stand Komische bevor... Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin?
Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Mhm. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Forschens. So viele Zuschauer. Und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Oh. Hoch euer Ehren, ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Daddy? Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Fuck. Je länger du dich versteckst, desto schlimmer wird es für dich. Okay, das kriege ich hoffentlich irgendwie hin. Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Sie stellen sich aber ganz schön an. Also, Mr. Herr Richter, Sie veranstalten hier eine ganz schöne Szene. Falsch! Ich hindere meinen Sohn daran, hier eine Szene zu veranstalten. Verärger ihn nicht. Also, wenn du nichts sagst. Also ist er da bei dir. Danke auch. Bitte. Ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Er kommt immer näher und näher. Ich will mit meinem Sohn sprechen. Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach mein Gott. Und du bist sein Sprachrohr. Davon gehe ich aus, ja? Sie schüchtern ihn ein. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Ja, so kann man es auch sagen. Er hat sich entschieden. Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Oh. Kann das nicht warten? Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Dann tschüss. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Wunderbar. Du wagst es, einen Befehl... Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Das sehen wir ja. Du musst halt in den sauren Apfel beißen. Wie sieht dein Plan aus? Er muss den fairen Prozess garantieren. Ja, das wäre gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht gibt er dir ja eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Bleib doch da. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Wie sieht denn dein Plan aus? Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Einen sehr guten Plan. Aber du musst leider in den sauren Apfel beißen. Setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Und tschüss. Bin gleich wieder da. Vier! Komm nicht weiter. Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Er sagt, dass Sie nicht zuhören. Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist.
Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Er hat versprochen, dir zuzuhören. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie einen eigenen Leben führen und du deine ganze Kraft brauchst, um schreckzuhalten. Das ist Amerika, Papa. Du schiebst es auf deine Jugend. Wenn ich in deine Belohnung gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Arbeit. Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt? Hm? Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Ich bin etwas unglücklich über Martys Wangen. Die waren jetzt etwas extrem grau. Richter Brown? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Emmett ist nicht wie andere Menschen. Emmett ist nur... dickköpfig, stur und nachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von seiner... Von seiner Mutter vielleicht? Oder von seinem Vater? Echt nervig, dass sie nicht die Sätze zu Ende reden, meistens. Es ist wichtig für die Zukunft. Hören Sie, euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Ja. Sicher. Sicher wird es das. Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett ist anders als Sie. Er braucht seine Freiheit. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und dumm? Also, Ihr Vater hat sie auch nie verstanden? Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass sie nach Amerika ging? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Das kriegen wir noch hin, wenn er reden will. Emmett? Spielst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Oh ja. So viel auf einmal. So viel. Er mag Smaug und Milch scheinen, aber das ist es nicht. Er bellt zwar wie er beißt ihn. Er schreit nur deshalb, weil er dich liebt. Er sagt, dass du noch deiner Mutter kommst. Also doch. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Eher wie er. Was hast du gerade gesagt? Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett! Sei kein Frosch. Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als...
Darf ich heraufkommen? Ich glaube, da wurde eine wichtige Stelle rausgeschnitten. Tut mir leid. Du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, ja, da bin, um ihn zu unterstützen. Das ist schön. Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit.